Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es ist wieder Zeit für World of Goo. Und ich freue mich da mal selber sehr drauf, weil ich World of Goo echt ein schickes Spiel finde. So, Leaphole. Es ist kein Fehler, es ist ein Feature. Ruhig. Wo sind alle hin? Schildermaler. Ich muss Ex retten. Wie zum Geier soll ich das denn bitte machen? Weil im Endeffekt... Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Für den letzten hat's nicht gereicht. Tja. Jetzt liegt es darum, das arme kleine Goo. Ja! Der Schmidt kommt an mich ab. Das war ja erstaunlicherweise doch auch mal ein bisschen einfach. 58 Minuten, ich glaube, damit habe ich den Rekord des kürzesten Let's Plays von mir selber unterboten. War natürlich auch World of Goo. Okay, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und ich meine mich zu erinnern, dass das letzte Woche dafür etwas länglich war. Oh, Zwischensequenz. Die Pfeife. Goo-Bälle sind fasziniert von ihrer Musik. Schlott, schlott, schlott. Eieiei, es geht zweistufig weiter. Die Schöne und der elektrische Tentakel. Was jetzt auch ein Titel für den japanischen Manga sein könnte. Und Whistler, also Pfeifenbläser. Wie sagt man dann? Flötist. Also, ich wünsche euch was. Zockt viel, zockt schön und tschüss.